Hallo ihr Lieben, ich bin Osina und heute möchte ich euch wieder eine Kombination aus Asana und Mudra zeigen. Asana sind die Körperhaltungen im Yoga und Mudras sind Handgesten. Wir machen heute Dandasana mit Ganesha Mudra. Für Ganesha Mudra verkrümmst du deine Finger ein wenig und verhakst die Fingerspitzen ineinander. Die Schultern lässt du tief sinken und dann ziehst du die Ellenbogen auseinander. Wir werden das zweimal machen. Einmal mit der einen Hand oben, einmal mit der anderen Hand oben. Merk dir also, mit welcher Hand du beginnst, damit du danach die andere Hand nehmen kannst. Dandasana ist die Stockhaltung. Wir sitzen also wie ein Stock. Du streckst deine Beine lang nach vorne aus. Du darfst die Füße schließen, du darfst sie aber auch ein wenig öffnen. Wenn du sie öffnest, dann hast du ein bisschen mehr Spielraum im Becken, in der Hüfte, um aufrecht zu sitzen. Wir wollen nämlich in Dandasana aufrecht sitzen, auf unseren Sitzbeinhöckern. Wenn du merkst, das geht nicht, du kannst hier keinen ungefähren rechten Winkel zwischen Beinen und Oberkörper halten, darfst du dir gerne eine Decke zur Hand nehmen. Ein Teil der Decke ist ein bisschen höher gefaltet als der andere, so dass du dich mit dem höheren Teil, mit dem Popo auf den höheren Teil setzen kannst und mit dem flachen Teil gleiten die Beine ein bisschen nach vorne unten. Wie gesagt, entscheide selbst, ob du die Füße ein wenig öffnest oder schließt. Wir ziehen die Zehen ran, damit unsere Beine aktiv sind. Wenn du trotz Decke und trotz geöffneten Beinen einen Schmerz in der Beinrückseite hast und den Rücken nicht aufrecht halten kannst, darfst du jederzeit gerne die Beine leicht beugen. Das wäre dann Dandasana, der Stabsitz. Jetzt kommt Ganesha Mudra dazu. Wir beginnen mit der rechten Hand oben. Wundert euch nicht, dass ich die linke mache. Ich bin euer Spiegelbild. Rechte Hand in die linke verhaken. Bring die Hände vor dein Herz. Roll die Schultern zurück und zieh die Ellenbogen auseinander. Schieb dein Herz sanft gegen die Hände und die Hände, die Ellenbogen, ziehen auseinander. Spür die Kraft zwischen den Schulterblättern und die Weite im Brustkorb. Zieh gerne die Zehen ran für Spannung und schieb deinen Scheitel zur Decke. Stell dir vor, an deinem hinteren Scheitel wäre ein goldener Faden befestigt, der dich lang nach oben zieht. Entspann die Schultern, lass den Atem fließen, genieß die Kräftigung in Bein, Rückseiten und Wirbelsäule, genieß die Kräftigung zwischen den Schulterblättern und die Öffnung im Brustkorb. Bleib noch für zwei Atemzüge, atme Länge ein. Atme Stabilität zwischen den Schulterblättern in der Körpermitte aus. Länge ein. Entspannte Schultern aus. Und dann lösen wir einmal auf. Für unsere Wirbelsäule machen wir zwischendurch Adha Matsyendrasana, den Drehsitz. Wir stellen das rechte Bein auf, strecken das linke Bein. Du darfst gerne auf deiner Decke sitzen bleiben. Du kannst aber jetzt für diese Position auch von der Decke runterkommen. Finde deine Variante, wie es für dich am besten passt. Das rechte Bein ist aufgestellt, das linke Bein ist lang ausgestreckt. Zieh das linke Bein in die Hüfte, dass du ganz aufrecht sitzt. Halte dich am aufgestellten Bein fest und zieh dich an das Bein ran. Ellenbogen nach außen, Schultern runter. Dann aktivierst du sanft die Körpermitte und beginnst mit dem Brustkorb, dich nach rechts zum aufgestellten Bein zu drehen. Schön ranziehen, lang machen, Bauch fest, Pobacken verwurzelt und dann dreh dich sanft nach rechts. Vielleicht möchtest du mit der linken Hand an der Oberschenkelrückseite bleiben. Vielleicht kannst du den Ellenbogen sogar an die Außenseite vom Oberschenkel bringen. Kein falscher Ehrgeiz, bevor dein Rücken rund wird, bleib lieber in einer einfacheren Variante. Um den Brustkorb zu öffnen, ist es ganz schön, wenn du den Arm, der zum aufgestellten Bein gehört, weit nach hinten in die Seite öffnest. Entspann die Schultern, schieb deinen Scheitel wieder schön hoch zur Decke. Hab das Gefühl, dass du dich jederzeit an das Bein ranziehst und gleichzeitig vom Bein wegdrehst. Wenn es für deinen Nacken okay ist, schau der geöffneten hinteren Hand hinterher. Entspannte Schultern, lange Wirbelsäule, weiter Brustkorb. Jederzeit die Fingerspitzen aufstellen und nach oben wachsen, Schultern entspannen. Du kannst den Blick, wie gesagt, nach hinten richten. Du kannst den Blick zum Boden, zu der Pobacke vom aufgestellten Bein bringen, für mehr Entspannung im Nacken. Und vielleicht kannst du mit der Zeit ein wenig mehr in die Drehung gehen. Sei liebevoll zu dir, arbeite dich langsam voran und sei stabil in der Körpermitte, um beweglich im Brustkorb zu werden. Wir bleiben für zwei Atemzüge. Wir atmen wieder länger ein. Entspannte Schultern und eine stabile Körpermitte aus. Länge und Leichtigkeit ein, Stabilität, entspannte Schultern aus.
Mit dem nächsten Einatmen hebst du den hinteren Arm, drehst dich wieder nach vorne. Wir stellen einmal beide Beine auf, lockern die Oberschenkel aus und strecken die Beine wieder für Dandasana, zweite Runde. Zieh gern die Pobacken nochmal hinten raus, verwurzel deine Sitzbeinhöcker schön in der Matte, nimm dir die Decke dazu, wenn du sie brauchst, und bring die Hände in Ganesha Mudra, linke Hand oben. Schultern zurück, Ellenbogen auseinander, weiter, stolzer Brustkorb. Pobacken sind verwurzelt, Beine sind aktiv, Wirbelsäule ist aktiv und du atmest. Entspann die Schultern, lass den Atem fließen und genieß diese kraftvolle, öffnende Geste. Ganesha Mudra öffnet dein Herz, öffnet die Atemwege und schenkt ganz viel Zuversicht und ein bisschen Durchhaltevermögen in dieser etwas anstrengenden Position, die, wenn man sie richtig ausführt, schon eine Nummer ist. Entspann die Schultern, entspann den Kiefer, den brauchst du überhaupt nicht, um hier lang und leicht zu sitzen. Noch für zwei Atemzüge. Dann lösen wir langsam auf und kommen in den Drehsitz zur anderen Seite. Ihr winkelt euer linkes Bein an, schön das gestreckte rechte Bein wieder ranziehen, halt dich erstmal an der Oberschenkelrückseite fest, mach dich lang, entspann die Schultern, verwurzel beide Pobacken, auch die Pobacke von dem Bein, von dem du dich wegdrehst, bleibt schön sitzen und dann dreh erstmal ein wenig. Schau nach, wo beginnt die Bewegung, aus der stabilen Körpermitte dreht sich ein leichter, beweglicher Brustkorb. Die rechte Hand darf gerne an der Oberschenkelrückseite links bleiben. Und dein linker Arm darf gerne öffnen, 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 nach hinten. Wenn du dich drehst, achte darauf, dass du das Gewicht nicht nach hinten verlagerst. Bleib auf den Sitzbeinhöckern sitzen, schieb den Scheitel zur Decke, entspann die Schultern. Jederzeit, wie vorhin, die Fingerspitzen aufstellen, Schulter unten lassen. Wenn du möchtest, den Ellenbogen an die Außenseite vom Oberschenkel bringen. Entspannte Schultern, langer Nacken, lange Wirbelsäule und gib dir mit jedem Ausatmen Stabilität aus der Körpermitte, die Leichtigkeit und Länge in den Brustkorb, in den oberen Rücken bringt. Schau deiner linken Hand hinterher, wenn du möchtest, wenn das für deinen Nacken okay ist. Ansonsten senk den Blick auch gerne zur Pobacke. Roll den Kopf aber nicht ein, dein Scheitel zieht trotzdem hoch zur Decke. Und du bleibst noch für zwei Atemzüge aufrecht sitzen. Atme Länge ein, entspannte Schultern, stabile Körpermitte aus. Heb den hinteren Arm an, dreh dich wieder nach vorne und ein letztes Mal Dandasana zum Abschluss. Zieh die Pobacken hinten raus, diesmal stellen wir die Fingerspitzen hinter uns auf. Ellenbogen zurückgerollt, Brustbein raus, Schulterblätter zusammen, Schultern weg von den Ohren. Und dann schiebst du deinen Hinterkopf nach hinten oben. Du verwurzelst die Sitzbeinhöcker gut, entspannst den Kiefer und genießt nochmal die Länge in der Wirbelsäule und die sanfte Dehnung in der Beinrückseite. Mit dem nächsten Einatmen hebst du die Arme weit über die Seite an. Und ausatmend lässt du die Arme sinken, stellst die Füße auf und ich danke euch ganz herzlich fürs Mitmachen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.